Grüße euch Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. 323 bekommt eine Lodosenstütze und wie wir das verlegen, zeige ich euch heute. Allerdings habe ich nur einen Fehler gemacht, als ich das Auto komplett zerlegt hatte, habe ich nicht die Stecker und die Kabel gelegt, was ich vorhatte. Jetzt darf ich Sitze, Teppich und so weiter wieder ausbauen. Also doppelte Arbeit, aber ihr seht jetzt, wie man es macht, wenn das Auto noch komplett zusammengebaut ist. So, wir fangen einfach mal mit dem Sitz an auf der Fahrerseite. Das ist eine etwas entspanntere Arbeit, weil wir das Kabel von hier nur bis zum Sicherungskasten legen müssen. Das wäre ja jetzt nicht das fette Problem, wenn wir nicht auf die andere Seite noch müssten. Da muss ich jetzt halt schauen, entweder ich gehe original hinten übers Armaturenbrett drüber oder ich gehe einfach von dem Punkt über den Kardantunnel rüber. Wäre der einfachere Weg, weil dann könnte ich die Mittelkonsole wegschrauben und müsste nicht den ganzen anderen Rest wegschrauben. Aber zuerst bauen wir mal die Sitze aus. Ich fange hinten mit den Schrauben an, das sind 16er Schlüsselweite. Dann nehme ich einfach einen Schlagschrauber und drehe die raus. Einfach die Schrauben rausdrehen, vorne sind es dann Muttern. Da müssen wir das Sitz nach vorne schieben, weil sonst kommen wir nicht hin. So, jetzt müssen wir das Sitz wieder nach hinten schieben, um an die Mutter vorne zu kommen. Wenn ihr Sportsitze habt, das Teil einklappen. Hier sind so Abdeckungen drauf, die gehen bei mir mittlerweile mit der Hand runter, wenn er die nicht runter kriegt, dann Schraubenzieher. Jetzt habt ihr den Sitz lose, jetzt mache ich das meistens so, klappt den vor. Hinten hast du keine Stehbolzen, vorne schon. Jetzt kannst du den schön nach hinten legen und hier drunter fassen und die Stecker abmachen. Boah. So, Stecker sind lose. Baumeln hier jetzt rum. Jetzt können wir den Sitz rausholen und hier ist das abgebrochene Teil von letztens vom Tacho. Können wir wieder ankleben. Jetzt muss ich mir hier bloß was herlegen, dass ich mir den neu lackierten Einstieg nicht zu sau mache. Fahrerseite ist immer kacke wegen am Lenkrad, außer man macht es weg. So, jetzt packen wir uns den Sitz so, ohne sich den Rücken zu ficken. Vorsicht, dass wir nicht irgendwann ankommen. So, erste Seite hätten wir. Andere Seite ist genau Plug and Play, bloß einmal spiegelverkehrt. Ich zerlege jetzt noch die Verkleidung hier unten. Sicherungskasten mache ich noch auf, das hat ja jeder von euch schon mal gesehen. Und falls ihr die Einbauanleitung braucht von der Lodosenstütze, / elektrische Sitze, dann schreibt es mir in die Kommentare. Ich habe die nämlich auf dem Rechner, dann kann ich sie euch in die Dropbox packen oder in Google Drive oder so und ihr könnt die dann runterladen. Oder ich kann es euch direkt im Messenger bei Instagram oder Facebook oder was auch immer schicken. Kabel habe ich schon mal da rausgezogen. Habe jetzt hier so einen Schlauch drumherum gemacht. Normalerweise ist das Original da drin, aber das ist jetzt hier komplett unten eingewickelt in den Original-Kabelbaum. Da habe ich mir jetzt gedacht, ich mache das jetzt extern und lege das extern raus. Da passiert ja nichts unterm Sitz. Das ist ja kein großes Hexenwerk. Und jetzt hat muss das hier bis vorne hoch zum Sicherungskasten, das machen wir mal miteinander. So, das Kabel legen wir jetzt hier unten rein. Das heißt,
Die Masse holen wir uns jetzt an dem Massepunkt. Original geht diese Masse bis vor in den Motorraum an den Massepunkt X1018, glaube ich. Das sind aber die Blinker und die Scheinwerfer mit dran. Das heißt, das ist dieser komische eingeschweißte Kammverbinder. Da werden wir aber mit Sicherheit nicht drauf gehen, weil wir haben den kürzesten Weg hier mit einer Masse. Da werden wir jetzt hier so eine schöne Schlaufe legen. Da gehe ich jetzt hier runter, lege eine Schlaufe und gehe hier ran mit der Masse. Deswegen kürze ich die mir noch ein. Und ja, der Rest wandert jetzt vor im Motorraum. Im Sicherungskasten angekommen, haben wir jetzt hier fahrerseitig eine rot-schwarz-weiße Leitung. Original ist es rot-schwarz. 2,5 Quadratmeter, also 2,5 Quadratmeter Kabel, also Querschnitt. Und für die Beifahrerseite habe ich auch gleich reingezogen. Das müssen wir aber noch nach drüben ziehen. Ist es ein rot-lilanes, original ein rot-gelbes, auch 2,5 Quadrat Kabel. Und fürs Gegenstück, für die Batterie, haben wir jetzt dann hier Ringöse. Das kommt dann wieder auf die Schraubklemme drauf. Und hier das Gegenstück für den Sicherungshalter. So, Beifahrerseite und Fahrerseite, Lotosenstütze, könnt ihr entweder im Schaltplan gucken oder ihr schaut hier in euren Sicherungsdeckel rein. Hier unten steht Lotosenstütze Fahrerseite, Lotosenstütze Beifahrerseite. Wir machen erstmal die Fahrerseite, das ist Steckplatz 40. 40 ist hier in dem langen vorderen. Der einzige freie, was bei mir noch frei ist, ist bei mir die Nummer 40. Da müsst ihr dann zählen. Hier vorne ist 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 und 40. Das ist der letzte, wo bei mir noch frei ist. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Hier ist er noch frei. So, da holen wir jetzt erstmal den Halter raus. Dazu hat man hier unten eine Klammer, die drückt man in diese Richtung, also zu mir her, und dann kann ich das nach unten drücken. Wenn ihr das jetzt aber nicht rauskriegt, dann nimmt er die ersten zwei Sicherungen raus vom Sicherungssteckplatz. Zack. Und zack. Dann habt ihr nämlich keine Problematik, das rauszudrücken, weil die Sicherungen dann nicht klemmen. Jetzt drückt ihr das Teil zu euch her und drückt den Sicherungshalter hier durch. So, jetzt hat den kompletten Spaß hier mal nach oben drücken. Könnt ihr euch hier einen Schraubendreher reinkluppen. Dann bleibt das Ding oben. Jetzt gehen wir her. Holen uns den Riegel raus. Müssen hier jetzt noch die weiße Sicherung rausdrücken. Drücken wir uns jetzt hier so raus. Die später aber nicht mehr vergessen. Oder nicht vergessen, weil die hält eure Sicherungen drin. So, jetzt haben wir hier das für die Fahrerseite. Dann können wir das jetzt mal kurz rumdrehen. Dann guckt ihr, auf welcher Seite der Sicherungshalter reinkommt von der Fahrzeugseite. Und auf der anderen Seite guckt ihr dann, wo die Sicherung reinkommt, was zu dem Bauteil geht. Also ist jetzt hier sozusagen sicherungstechnisch der Sitz. So, zack, drin. Gegenüberliegend klatschen wir jetzt dann die rote Leitung rein. Bisschen blöd zu zeigen, aber ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. So, das ist jetzt alles verriegelt. Jetzt klatscht euch wieder den Sicherungsriegel rein. Zack. Ihr könnt das euch wieder umdrehen. Da passiert jetzt nichts, weil es ist kein Plus drauf, ne? Weil Batterie abgeklemmt. Und das legen wir dann später an den Pluspol ran. Den legen wir jetzt erstmal hier unten rein. Stecken den Spaß hier oben wieder drauf. Also das hier wieder rein. Das müsst ihr wegen so schräg rein. Hinten sind so zwei Nasen. Da müsst ihr drüber kommen. Dann
drückt ihr euch das jetzt hoch über diese Klammer, ne? Zack. Dann müsste der, wenn wir noch hinten und vorne hochdrücken, eigentlich verriegeln. Wenn die Sicherung da nicht blockieren würde, die 7,5 Ampere. Mal schauen. Die hätte ich vielleicht vorher mal rausstecken sollen. Zack, jetzt geht's hoch. Zack. Jetzt ist wieder drin. Sicherung tun wir dann zum Schluss, wenn wir komplett fertig sind, rein. Und können dann nochmal Strom messen, ob dann Strom anliegt. So. Das noch mal hochdrücken, das ist nämlich noch nicht ganz verriegelt. So. Bisschen müssen wir noch hochdrücken. Zack, jetzt. So, Fahrerseite wäre verkabelt. Jetzt machen wir gleich die Beifahrerseite. Die Beifahrerseite könnt ihr euch auch raussuchen. Beifahrerseite ist Nummer 5. Nummer 5 ist hier in dem kleinen Riegel. Also der kleine Riegel ist dann sozusagen der hier hinten. Da ist auch noch ein Steckplatz frei. Das wird dann die 5 sein. 1, 2, 3, 4, 5, genau. Das ist dann die 5. Den holen wir uns auch so raus. Den drücken wir runter, da holen wir uns auch die letzte Sicherung raus. Zack. Vielleicht mit der anderen Seite geht vielleicht schöner. Oder? Ne, passt schon so. Ja, letzte Sicherung rausziehen. So. Dann können wir das Ding jetzt nach unten rausdrücken. Auch wieder hier die Klammer wegdrücken. Zack. So. So. Ist jetzt wegen tricky, weil ich da jetzt kaum hinkomme. So. Ohne hier jetzt irgendeinen Kabelsalat zu verursachen, um das Kabel darüber zu legen. Schauen wir jetzt mal, wie wir das jetzt am dümmsten machen. Das da brauchen wir ja gleich noch. So, jetzt legen wir das erstmal da unten drunter vorbei. So. Jetzt gucken wir mal. Das da ist Fahrerseite hier. Also Beifahrerseite eher gesagt. Dann sollte man auch erst einmal das weiße Käppchen da rausziehen. Alles andere ist sonst Blödsinn. Andersrum. Zack. So. Memo an mich dann nicht vergessen. Das ist nämlich typisch immer für mich. So, Sicherung hat geklackt. So, jetzt legen wir noch das hier rein. So. Und Klick, so. Sicherungsblättchen wieder rein. Zack. Jetzt kann das auch gleich schon wieder reingeschoben werden. So. Und schauen, die Sicherungen klubben immer ein bisschen. Klack. Das wäre drin. Außer da hinten. So, jetzt ist drin. Jetzt können wir hier hinten wieder die Sicherung reinmachen, die wir rausgemacht haben. Zack, und hier vorne die beiden. Zack. Zack. So. Wie im Anhängervideo. Wenn wir das jetzt wieder an den Schraubpunkt daran machen. Das wird jetzt wieder eine Fummelaktion für sich selbst. Weil man da unten erstens nicht hinkommt zum Filmen. So, fest. Wenn man fest kommt, Sicherungshalter kaputt. Jetzt gucke ich nochmal.
ob alles fest ist. So, die Masse habe ich ja gesagt, hole ich mir jetzt vom Massepunkt unterm Sitz. Machen wir mal die Masse auf und schrauben uns den mal auf. Ich habe das jetzt so gemacht, weil das ein Kammverbinder Massepunkt ist. Habe ich das nämlich jetzt so gemacht. Haben wir aus dem E46 so einen Massepunkthalter genommen. Den machen wir uns sonst da drauf. Dann machen wir das einmal so. Und dann die runter. Legen den drunter. Legen den dann so rein. Machen die wieder drauf. Jetzt hat es kurz gespratzelt, weil ich die Batterie nämlich schon wieder ran habe. Und schrauben das jetzt wieder fest. Mal ein bisschen handfest und dann drehe ich den noch in die Richtung, wie er sein soll. Der Beifahrerseite haben wir jetzt das Kabel hier auch nach oben verlegt. Das wird jetzt hier unten lang verlegt, hier mit einem Kabelbinder fixiert bis hier vor. Dann habe ich das Kabel komplett über die Mittelkonsole nach drüben gezogen, über die Lenksäule oben rum und dann geht es hier in den Sicherungskasten. Die Masse hierfür holen wir uns hier vorne. So, die Masse ist jetzt auch fest, wie ihr sehen könnt. Habe ich da jetzt einen Ringschuh drauf gemacht. Das ist jetzt ordentlich verlegt. So, ich hoffe, der Fokus macht jetzt das mit. Die zwei Stecker machen wir jetzt noch drauf. Das ist der weiße Stecker dazu. Pin 1 ist Masse. Und Pin 2 ist dann die Dauerplusleitung. Muss jetzt mal kurz schauen. Hier ist 1, hier ist 2, hier ist 3, hier ist 4. Dann ist das hier die 1 Masse. Zack. 2 ist dann Dauer plus. So, und jetzt müssen wir das noch verriegeln. Also den Riegel müssen wir jetzt wieder rüberschieben. Das macht man einmal so. Klack. Hat schon verriegelt. So. Und jetzt können wir das ganze Bumszeug hier mit den Steckern hier wieder rausholen. So. Das hier, das, das, das. Und jetzt machen wir das jetzt hier alles ein bisschen so fest. Ich mache da einen Kabelbinder drum, dass das alles so zusammen ist. Also so. Ein bisschen gucken, dass es einheitlich lang ist, weil die Kabel sind eigentlich recht lang, was ich hier reingezogen habe. Ja, und jetzt müssen wir nur noch den Sitz umbauen, beziehungsweise beiden Sitzen umbauen mit einer Dosenstütze. Aber das zeige ich euch jetzt nur an einem Sitz, weil das ist ja dann genauso spiegelnd wie auf dem zweiten Sitz. So, für alle, die nicht wissen, wie man diese Leisten wieder ordentlich fest bekommt. Ich habe nämlich da auch schon mal ein paar zerstört. Das ist ganz einfach. Wir haben hier die Klipse, hier sind auch alle vorhanden. Wir müssen die erstmal alle gerade drehen. Dann, jetzt bei der Limo ist es ja hier hinten nicht so diese Auswölbung bei der Limo und beim Touring oder so, beim Cabrio, glaube ich, ist das alles hier nur gerade. Beim Coupé ist, glaube ich, ähnlich, bloß dass die Leiste länger ist. So, jetzt da hinten beim Kompakt wird es eingehangen. Dann gehe ich hier, gucke mir hier drunter und hänge es ein und schiebe das von so drauf. Ne? Zack, zack, zack. Oder ich schlage dann mal drauf, wenn es nicht reingeht. So, zack. Und dann schiebe ich den Rest gar nach hinten. So weit, wie es halt gebraucht wird. So, das war's schon. Kein großes Hexenwerk, diese Leiste zu montieren. Also, meine Leute, hier haben wir jetzt halt das Kissen. Das zeige ich jetzt auf der Fahrerseite, wie wir das in den Sitz reinmachen. Wir haben das gerade von einem Bändersitz rausgebaut. Hier, das ist der Kabelbaum dazu. Wir müssen die Rückenlehne komplett zerlegen. 20er Torx-Schrauben beim Facelift-Sitz sind hier unten drin. Links und rechts eine. Dann machen wir raus die beiden Torx. So. Thank you.
So, dann machen wir nochmal die Kopfstütze weg. Einfach nur nach oben ziehen. Ja, wenn es einfach geht. Zack. Dann haben wir bei dem Sitz hier, weil es ja ein Kompaktsitz ist, den Griff hier. Den kann man einfach rausziehen. Ohne kaputt zu machen natürlich. So. Zack. Ja, man schon. Jetzt müssen wir noch die Verkleidung hier wegmachen. Ich kann man nämlich hier drunter gehen. Und seitlich. Aushebeln, wenn es geht. Ich glaube, oben habe ich zuerst gemacht bei dem Spendersitz. Zack, ja. Und dann unten. Zack. Also hier reinfahren, so, und das raushebeln. Wenn dann die Schale hinten, wenn sie nicht festklebt, nach hinten weg tun. Alter, die ist wirklich fest wie Sau. Ah, so. Und siehe da. Das sieht ganz anders aus wie bei dem Spendersitz, weil das Kissen sitzt jetzt da dahinter. Müssen wir jetzt aber allerdings den kompletten Sitz hier aufmachen. Also sprich, das ganze Leder hier entspannen, dass wir das Ganze hier vorne reinkriegen. Weil so nach hinten rein, das könnte funktionieren, wollen wir aber nicht machen, bevor das kaputt geht. So rum war das drin, ne? Mit den Ausbauungen. So, gell? So, so war das da drin. Jetzt müssen wir bloß mal schauen, den Sitz nach hinten drücken. Ne? Dass ihr was seht. Nach hinten drücken. Komplett nach vorne. Das Kissen hier durchfummeln. Das geht hier irgendwie viel einfacher. Ja, weil wir es schon mal gemacht haben, ne? So. Ich glaube, das war auf der Höhe, oder? So, auf der Höhe war das jetzt. Ich denke zumindest. So, du musst den anderen noch zu legen. Nein, das machen wir nicht. Jetzt nicht. Und dann gehört das hier wieder so drüber. Aber erst, wenn wir hier das Kabel hochgeholt haben. Also das hier sitzt mit dem, mit der Klammer. Ich glaube, hier dran war es gesessen. Ja, doch. Es sitzt hier dran. Das war mit dem Kabelbinder hier so fest. Das machen wir dann auch später wieder fest. Können wir mal eingeben. Und das hier ist unten. Wir müssen jetzt den Sitz mal komplett drehen irgendwie. Irgendwie ja. Wie machen wir das jetzt am blödsten? Ach, warte mal, wir sind ja fahrerseitig. Wir müssen ja hier runter mit dem Kabel. Sind ja Fahrerseite. So. Ich habe mir jetzt mal ein Foto von dem Stecker gemacht, weil ich den auspinnen muss. Und warum, sage ich euch gleich. Das seht ihr jetzt halt gleich hier. Ich muss hier durch und normalerweise müsste man die Sitzfläche unten abmachen. Bei die Facelift ist aber so eine Plastikklammer da drin. Wenn ihr den hochdrückt, bricht euch die Klammer weg, dürft ihr bei BMW neu kaufen. Ich habe jetzt aber keinen Bock dazu. Deswegen habe ich jetzt hier geschaut, ob ich da durchkomme mit dem Schraubenzieher. Und ja, ich komme da tatsächlich durch. Deswegen habe ich den Stecker jetzt ausgepinnt und drücke mir die Kabel jetzt dann da hoch. Und somit spare ich mir jetzt einen Weg hier. Und ich drücke nur die Sitzfläche leicht weg. Dann kann ich die Kabel da eins zu eins da durchfummeln. Also Kabel für Kabel.
So, nochmal Nahaufnahme, wie das da unten drin ausschaut. Ihr seht auf jeden Fall, hier unten muss es durch. So, ihr habt aber da halt keinen Platz, weil hier vom Sitz her die Sitzfläche ab müsste. Und ich habe mir das jetzt durchgefummelt. Und genau, deswegen habe ich das jetzt so gemacht. Und das muss jetzt halt dann hier hinter dem Stoff noch nach oben. Und dann sind wir da oben schon angekommen. Dann sieht es nämlich alles so aus. So, können wir jetzt dann das hier komplett da durchziehen. Warte mal, das hier war da oben drin. Das ist das Scheibe. Ne? Genau. Zack, da haben wir noch. So, Gewebeschlauch haben wir jetzt leider etwas auf Gewissen. Können wir auch einen neuen drüber machen. Ich habe sowas da. Jetzt können wir den wieder rausziehen. Das weiße Kabel kommt jetzt dann hier mit auf den Sitzheizungsstecker mit drauf da. Also so rum. Zack. Kabel müssen wir noch ein wenig durchziehen, dass wir hier nicht so eine scharfe Kante haben, weil das hier nämlich an der Ummantelung so zwetzt. Mache ich dann gleich. So, das kommt jetzt hier oben hin. Das ist der Schalter. Das ist nur reingestecktes Teil. Oh, haus ans Auto noch. So, der Schalter ist hier, den steckt man einfach nur so rein, so wie ein normaler Schalter halt man reinsteckt. So, jetzt holen wir uns den da oben mal raus, bis wir mit dem Schraubenzieher wegen da rausholen. Da kommst du recht beschissen hin, ey. So. Hätte jetzt wieder reingefallen. Oh, ist doch echt so kacken hier. Wie war das vorhin? Ich flog gleich noch. Ich hätte halt einen Stecker bis oben durchgeschoben und hätte einen Schalter dann reingesteckt. Meinst du, was ich gerade mache? Ich sehe es von hier aus nicht. So. Stecker drauf, jetzt müssen wir noch in die richtige Position drehen. Nämlich das. Warte mal, wie können das? Könnte das Sitzpolster vorne drauf oder hinten? Das Sitzpolster schaut nach vorne. Ja, gut, dann hat es mir das schon erledigt, weil. Anders ging es sowieso nicht mit den Kabeln nicht, weil die wären sonst auf Spannung. So, und jetzt haben wir unten festgefummelt. Müssen wir nur noch schauen, dass wir das Sitzpolster richtig drin haben. Was hast du gesagt? In welchem? Auf dem sechsten. Von oben gezählt? Von unten gezählt. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja. Also, war das weiter unten? Mhm. Ah, schau mal hinter, sind die die Muster. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6. Warte mal, das Ding hier. Also auf dem sechsten war es eingehakt quasi. Also mit dem? Mit den Laschen da. Ja gut, das könnte gut hinkommen. Weil du musst es ja ziemlich weit unten an der Lendenwirbel haben. Genau. Das heißt ja nicht umsonst Lendenwirbel, Säulenstütze. Nur Dosenstütze. Ja doch, das könnte hier kommen nach den Mustern. Wenn wir das sogar runterdrücken. Ne? Schau hin. Ja doch, das kommt hin. Das kommt echt gut hin. Das da war ja so weggehängt, ne? Ne, es war vorhin von unten durchgeschoben. Ah. Dass die Scheiße hält. Stimmt. So, haben wir wieder was gelernt. So. Jetzt noch ausrichten. Ja gut, das ist wahrscheinlich bei jedem wegen anders da gewesen. Mhm. So, ja, so passt es dann jetzt. Also immer
wenn ihr dann das reinmacht, vom 6. nach unten hochgezählt einhängen. So, das Kissen kommt da mit dem Kabelbinder fest, also es war nur so, glaube ich, fest einfach. Genau. Durch die Lasche hier, also durch dieses Loch. So war das einfach nur da hinten drin gelegen. Wenn das so, glaub so, ne? Ja. Kommt gut hin. So, jetzt muss hier der Kapte irgendwie noch durch den Stoff da durch. So, meine Lieben, ich habe das jetzt drin. Und zwar, das Kabel wird hier unten hoch verlegt. Und ich habe jetzt einen neuen Schlauch drumherum gemacht, so einen Gewebeschlauch. Ja, und dann wird es halt einfach hier unter die Matte verlegt und dann da rein. Genau, die Matte sieht dann so aus. Also dieses Lordosenkissen wird dann hier hinten dann alles mit dem Stecker fixiert. Das haben wir jetzt mit dem Kabelbinder schon fixiert, den Kompressor. Ja, jetzt ist rückfolgend das Polster wieder drauf zu machen. Und ja, dann sitzt rein und dann testen, ob es funktioniert. So, Lordosenstützen sind drin. Und Beifahrerseite haben wir jetzt auch nochmal off-camera gerade eben gemacht. Ich habe das jetzt schon mal aufgepumpt. Man kann immer noch mal einmal drauf drücken, dann pumpt er noch einen kurzen Moment auf, weil ich sage es euch ganz ehrlich, nach 24 Jahren, so alt wie die Kissen hier sind, weil der ist aus dem Sitz hier von dem Kollegen raus, die sind auch Baujahr 2000, wie dieses Auto hier. Und ja, man muss ein bisschen damit leben, ein bisschen Druckverlust haben sie, ich denke mal, kommt aber eher vom Kompressor, weil die Kissen waren in Ordnung. Und auch wenn man jetzt hier ein bisschen so rummacht, hier so, sich bewegt, kann man es immer noch mal aufpumpen, weil du ja gegen dieses Kissen drückst. Und dann kann ich hier noch mal drücken. Jetzt geht es natürlich nicht, jetzt ist voll. Auf der hinteren Taste kann man es ablassen. Und dann kann ich es auch wieder aufpumpen. Müsstet ihr wahrscheinlich im Video brummen hören. Ist wahrscheinlich im Video lauter als in der Realität. Ja, jetzt habe ich mir das nachgerüstet. Geil wären jetzt noch elektrische Sitze gewesen. 2019 hatten wir welche da, die haben wir leider verkauft für um die 150 Euro. Da könnte ich mir so einen Arsch speisen. Für das Geld findest du jetzt keine Sitze mehr. Ist nicht so schlimm. Mit den manuellen Sitzen bin ich die ganzen Jahre auch zurechtgekommen. Wäre jetzt halt einfach ein Must-Have gewesen, so ein Haben statt Brauchen. Die Lordosenstütze ist an sich ein Haben statt Brauchen, aber für mich mit Rückenproblemen ist es für lange Autostrecken gar nicht mal so verkehrt. Autobahn, 1,5 Stunden, 2 Stunden, 3 Stunden Autofahrt. Ne? Ja, wie gesagt, man kann immer noch mal kurz drauf drücken, wenn man sich jetzt hier so im Auto bewegt, weil du drückst ja das Kissen nochmal. Ja. Dementsprechend haben wir jetzt das nächste in der Ausstattungsliste abgehakt. Sicherungskasten ist übrigens voll. Somit voll Haus. Und ja. Eine Sicherung ist noch frei und das ist die fürs Automatikgetriebe. Das Auto hat keine Automatik, von daher ist die Sicherung frei. Die könnte man für was anderes belegen, wenn man möchte. Aber alle anderen Sicherungen sind voll und somit ist der ja, 323 jetzt Full House, würde ich sagen. Ja Leute, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ja, wenn ihr noch diese seltenen Sitze bzw. seltenen Lordosen Stützen findet, könnt ihr das jetzt so nachrüsten oder wenn ihr elektrische Sitze habt, der Kabelsatz ist genau dasselbe wie von den Lordosenstützen. Ich wünsche euch was. Macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.